Hallo und herzlich willkommen. Es geht wieder los. Wir haben wieder ein neues Solo-Abenteuer. Die Forscherliga steht an und wir werden uns die ganzen heroischen Bosse einfach mal anschauen. Die Herausforderung findet ihr in anderen Videos und natürlich geht es als erstes wieder hier zum Genie. Bruno hatte den Schaft schon fast, aber er musste ja unbedingt an der glänzenden Lampe reiben, die er gefunden hat. Ja, wer möchte nicht an der Lampe reiben? Okay. Ich habe dafür ein kleines Deck zusammengestellt, das ist das sogenannte Sino. Das findet ihr jetzt hier an der linken Seite. Es ist ein, es hat alles sehr, sehr einfache Karten drin. Das heißt, ist sehr, sehr Mana niedrig angesetzt und soll eigentlich dafür dienen, dass wir, ihn aus den Karten rennen lassen. Das heißt, wir haben sehr, sehr schöne Konter drin, womit wir ihm gegenüber begegnen können. Das ist jetzt natürlich keine besonders schöne Starthand, obwohl können wir natürlich schon machen. Ich spiele den Mana-Wurm, weil danach haben wir einige Zauber drin. Und möchten eigentlich von der Strategie her so vorgehen, er zieht so viele Karten, dass sie ihm irgendwann ausgehen werden. Und darauf setzen wir an. Das heißt, unser Deck ist einfach als Konterdeck gebastelt. Und dass wir danach einfach dann noch besser aufgestellt sind als er. Vor allem, er erfüllt uns ja eh die Wünsche. Wie hier beispielsweise die Flammenkanone. Die müsste, glaube ich, am meisten bringen hier. Weil die Schlange können wir mit einem Mana, also mit einem Leben, im Schuss entsprechend wegkriegen. So, was spielt er? Er coint. Und spielt den. Boah, das ist doch perfekt. Da haben wir doch die Flammenkanone. Es gibt eh nur einen Diener. Und damit kriegen wir sie weg. Und der Todesröcheln-Effekt. Ah, natürlich. Erstmal wieder. Das vergisst man manchmal aus hier so schnell, dass man diese Wünsche halt eben. Entsprechend, upsi. Dass man die erfüllt. Was nehmen wir? Ich glaube, ein Chuk-Chuk-Chuk-Chuk. Das ist am meisten. Und damit bekommen wir ihn weg. So. Wir setzen noch ein Spiegelbild hin, damit wir hier so ein bisschen Schutz haben, wenn er irgendwas Gemeines macht. Er hat ja auch diese plus 3. Aber jetzt muss er natürlich wieder Karten ausgeben, damit er an unser Bay kommt. So, wir probieren es. Ja, erstmal wieder den Wunsch machen. Ja, die Fackel bringt am meisten. Hier. Ich könnte jetzt mit der Fackel drauf gehen oder ich mache einfach mal Zufall. Ich denke bei 3. Ja, passt. Dann können wir mit dem Feuerschlag noch den einen wegmachen. Hier. Und haben da doch wieder ein bisschen Ruhe. Und kriegen das Ganze. Er geht natürlich viel, viel schneller die Rampe. Hat jetzt schon 8 Mana und das nutzt er natürlich komplett aus, indem er hier komplett alles draufstellt. Ja, arkane Geschosse, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist groß genug. Ja, damit kriegen wir den 1er weg und wir haben ja unten noch einen Frosch. Aber erstmal schauen wir, was hier noch drin ist. Ein Feuerball kann man immer gut gebrauchen. Das heißt, wir nehmen die 6 Schaden. Wahrscheinlichkeit nehmen wir weg. Froschen ihn noch ein bis zur nächsten Runde. Uns geht ja langsam das Mana hier aus. Wir sind ja erst bei 4 waren wir erst. So, hier hat er wieder die Waffe. Aber es läuft sehr, sehr schön. Bisher. Okay. Oh, jetzt sind die weg. Hat er jetzt 2 Eulen da drauf verwendet? Also er legt wirklich ja jede Karte irgendwie, die geht. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufräumen, weil drüben bei ihm liegen halt eben jetzt 12 Schaden. Die kriegen wir mit unserem kleinen Würmli nicht weg. Schauen wir erstmal unseren Flammenleviathan macht 2 auf jeden. Das sollte doch eigentlich nicht schlecht sein. Komm, mach. Wieso macht er jetzt nicht die 2? Na, kacke.
Okay, ich dachte echt, der macht die zwei Schaden. Macht er die erst, wenn man die legt? Ich dachte, wenn die Karte aufkommt, wenn man die zieht. Okay, müssen wir eine andere Taktik nehmen. Wir clearen das Board übers Schäfchen. Das heißt, wir setzen alle auf zwei Schaden runter. Den spielen wir nachher aus. Das heißt, wir legen ihn rein. Jetzt ist das Board gecleared. Und ich glaube, der Wissenschaftler bringt mehr, weil der ist ja eigentlich so eine eher so eine Wasting-Karte, dass man guckt, dass er möglichst schnell halt eben stirbt und wir entsprechend dann halt eben unser Geheimnis bekommen. Der hat 4 Schaden, das ist auch noch gut. Der hat 2 Leben, den kriegen wir weg. Das heißt, wir können und noch mal einen Feuerball. Das heißt, wir können den Feuerball auf den Ogre spielen. Damit sind die 10 Schaden weg, die er machen könnte. Grizzly. Ich brauche ein bisschen Spott, glaube ich. Eine Paladin-Karte bringt mir aktuell nichts. Okay. Da haben wir es. Jetzt legen hier noch 3 Schaden. Dann spielen wir doch die Fackel auf ihn. Genau, und bekommen dadurch wieder ein bisschen Leben. Es steht 42 zu 26. Aber er verliert schon deutlich. Er hat noch 12 Karten. Und ich bekomme auch den Frosch. Ja, klasse. Ich dachte wenigstens, er spielt jetzt wieder irgendwas Großes am Anfang. Aber er scheint wohl nichts zu haben. Okay, fügt. Erstmal gucken. Oh, ich liebe den Kleinen. Und ja, der Bomber ist mir zu. Ich nehme sie. Vielleicht bringt das ja was, dass wir dann zwei Schaden machen. Er hat ja sehr, sehr viele mit zwei Leben. So, und jetzt räumen wir mal auf. Und es passiert nichts. Na, Kacke. Ich dachte echt, wann löst sie aus? Nur wenn man sie direkt zieht, nicht wenn man sie durch. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen absichern. So. Er haut hier rein. Und hat das Board natürlich wieder mega krass aufgestellt. Wir müssen irgendwie clearen. Da habe ich 4 Schaden. Befreundeter Diener stirbt, mit derselben Kosten herbeigerufen. Klingt gut. Aber bringt mir. Soll ich ihn? Wenn der 7-7er stirbt, haben wir ein. Wir setzen das Geheimnis mal ein. Nehmen ihn raus. Dann haben wir jetzt zwar. Ah, perfekt. Den kriegen wir noch weg. Und dann haben wir nur noch 3 Schaden da liegen. Aber irgendwie. Wieso kriege ich jetzt die nicht zurück? Ach, Kack, Geheimnis. Okay, er spielt jetzt die ganzen Großen. Eine Eislanze. Schauen wir erstmal, welcher Zauber da drin ist. Brustblitz oder Flammenkanone. Bei denen würde ich eigentlich eher sagen, die Flammenkanone. Schauen wir mal, er nimmt den raus. Okay, der hat 2. Damit kann ich nochmal die 4 Schaden und kann ihn einfrieren, damit er einfach mir keinen Schaden macht. So, arg viele Karten hat er nicht. Ogrezeit! Okay.
Wir müssen sie irgendwie wieder aufhalten. Da haben wir 3 Schaden. Haben wir irgendwas Schönes? Der ist doch mit ein bisschen Glück kann ich damit einen rausnehmen. Mit 5 Leben. Und ich möchte gerne die Treuherz auch mal ausprobieren. Damit können wir uns schützen. Ragnaros könnte ich einen zubilligen. Schauen wir erstmal, dass wir ihn wegnehmen. Dann. Ja, schauen wir, ob wir einen von denen vielleicht wegkriegen, oder? Na, vielleicht geht. Nee, er geht nicht auf die. Deckt ein. Ich spiel Spott. Und hau den. Haben wir Glück, haben wir Glück, haben wir Glück? Ah, ich habe natürlich kein Glück. Okay, er bekommt keinen Ansturm, aber ja, das Kamel wird er nicht gegen uns rennen lassen. Gegen den Grizzly bringt nichts. Na, no, jetzt wird's aua. Okay, er lässt jetzt natürlich 15 Schaden gegen uns laufen. Und jetzt löst natürlich dieses Effi aus. Okay, das tat jetzt ziemlich weh. Aber wir können ihn rausnehmen. Erstmal schauen, was habe ich hier? Ein Drachenodem. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, Drachenodem gefällt mir gerade am meisten. Was brauchen wir? Ja, Drachenodem. Karten habe ich genug. Dann nehmen wir den raus. So. Dann. Drachenodem kostet noch 3. Macht allerdings zu wenig. Oder? Wir lassen ihn reinrennen. Dann wird sie nochmal günstiger. Und damit nehmen wir ihn raus aus dem Spiel. Und das Kamel können wir dann. Ach, wir nehmen die Treuherz. Ich möchte die einmal austesten. Komm. Ich kann ja über die Eislanze kann ich sie ja wunderschön jetzt noch einfrieren, das Kamel. Ich meine, wegen 2 Schaden wäre es. Ja gut, ich habe 7. Da ist es dann natürlich schon ein bisschen wieder kritischer. So, er will sie nicht da haben. Er hat aber echt nicht mehr viel. Und ein Kältekegel, perfekt. Damit kann ich wieder den Schaden ablocken, bis ich was Gutes bekomme. In einer eurer anderen stirbt. Karte Kampfschrei. Wenn ihr eine Karte Publikumsliebling oder Gottes Schild. Ich glaube, Kultmeisterin bringt gar nichts. Oder? Noch Karten ziehen? Ich habe noch 4 liegen. Ich glaube, ich nehme Publikumsliebling. So, dann werden wir uns ein bisschen heilen. Das ist jetzt langsam doch ein bisschen knapper. So, sind wieder auf 15. Jetzt frieren wir ihn entsprechend ein. Lassen ihn ins Gesicht gehen. Damit steht es 15 zu 38. Was macht er? Na, sehr schön. Eine lodernde Fackel. Da haben wir auch eine lodernde Fackel. So, nochmal Kältekegel. Den brauche ich auf jeden Fall, damit ich die so ein bisschen eingefroren bekomme. Dann setzen wir den auf
den an. Dann können wir einfach noch ein bisschen hier und so ein bisschen. Chuka chuka chuk chuk. Ja, komm, spielen wir den Publikumsliebling. Und ich muss ja, nehme ihn gleich mal raus und setze ihn ins Gesicht an. So. Er geht jetzt Karten raus. Er zieht ja jedes Mal zwei schön. Und jetzt gibt es für ihn Schaden. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch ein paar überleben. Und mit einem Kältekegel wird das natürlich eine sehr, sehr einfache Sache. Verteidiger von Argus, glaube ich, damit wir so ein bisschen blocken können, sollte er durchkommen. Dann warten wir hier wieder ein bisschen ab. Wir nehmen Kältekegel. So. Mit einem Schneefräser kann ich ihn zur Not auch noch ein bisschen blocken. Sollen wir die lodernde Fackel noch oder heben wir die für die nächste Runde auf? Ich glaube, die heben wir für die nächste und legen hier noch den Schaden. Dann hat er in der nächsten Runde 2, dann können wir den zur Not auch wegmachen. Und ja, langsam wird es besser. Da kommen 2 Schaden. Jetzt nochmal. So, es steht 12 zu 26. Jetzt können wir erstmal. Wir können Ragnaros spielen und ihn rausnehmen mit dem Dreier. Da haben wir die 2. Erstmal setzen wir ihn runter. Dann können wir wichteln. Dann spiele ich jetzt Ragnar. Na? Spiele ich Ragnaros, nehme ihn raus. So, und jetzt wird es, glaube ich, eklig für ihn. Denn da kommen die 8 Schaden. So, 12 zu. Und da kommen nochmal 4. Da kommen nochmal 5. Durch seine Heldenfähigkeit. Und jetzt ist er eigentlich. Ja, jetzt hat er eindeutig verloren. Das heißt, wir spielen jetzt noch. Ja, komm, nehmen wir Ansturm. Soll ich direkt drauf? Nee, komm, wir machen es schon gemein. Da, hier, komm. Noch ein Huhn rein. Braucht man immer für ein gutes Deck. Und Lernst dann doch erst mal lassen wir ihn. spielen. Und eine Fackel auf ihn drauf. Und wir haben das Ganze geschafft. So, wir können gleich zum nächsten Boss. Dann geht's. Der Schaft befindet sich gleich hinter diesem Durchgang. Genau, dann geht's wieder eindeutig um den Stab. Das seht ihr dann gleich in der nächsten Runde. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns dann gleich. Bis dann.